Heute hat der Senat beschlossen, die Kitas und Schulen im Land Bremen zu schließen. Das ist eine Maßnahme, eine prophylaktische Maßnahme im Umgang mit dem Coronavirus. Wir halten das für eine richtige Maßnahme, denn es geht darum, die Verbreitung des Coronavirus möglichst langsam erfolgen zu lassen. Das ist wichtig, damit die Krankenhäuser die Betroffenen, die Erkrankten gut und umfassend versorgen können. Das ist im Interesse von uns allen. Das betrifft natürlich die Eltern der Kinder in den Kitas und Schulen hart. Und wir werden alles daran setzen, dass weder die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch die betroffenen Betriebe zu stark unter den Folgen leiden müssen. Es wird Notdienste für die Beschäftigten bei der Krankenhäuser, bei Polizei und Feuerwehr geben. Und auch weitere Notmaßnahmen werden getroffen werden. Es besteht kein Grund zur Panik, aber es besteht ein Grund des sorgfältigen Umgangs mit dieser Pandemie und das gehört dazu.